Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, liebe Sympathisanten und Interessierte, liebe Freunde da draußen in den unendlichen Weiten des Internets, ich begrüße Sie ganz herzlich, schön sind Sie dabei. Ich darf Ihnen traditionellerweise die neue Ausgabe der Weltwoche, die Nummer 37 vom 16. September 2021, vorstellen. Wieder ein reichhaltiges Bouquet von abwechslungsreichen Themen mit unterschiedlichsten Meinungen, aber natürlich auch provokativ und recherchiert. Wir sind ja nicht im sozusagen Schlaftablettengewerbe zu Hause, sondern wir bemühen uns ja tatsächlich eine gewisse belebende Wirkung auf Ihr Hirn zu entfalten. Hoffentlich natürlich mit interessanten, spannenden und auch vergnüglichen Mitteln. Ich taste mich an die Titelgeschichte heran und beginne mit einer Perle in dieser Ausgabe. Jürg Altweg, unser Kollege in Frankreich, Korrespondent, ein sehr erfahrener Journalist, der alle französischen Intellektuellen auf Du und Du kennt. Ich glaube, er hat ein Adressbuch, da kann er einfach reintippen und dann entsprechenden Namen rausnehmen und anrufen. Und er kennt sie alle und hat mit allen auch schon gesprochen. Und für diese Ausgabe haben wir ihn gebeten, ob er nicht einmal Daniel Cohn-Bendit kontaktieren könnte. Daniel Cohn-Bendit, eine Ikone der 68er-Bewegung, auch ein früher Grüner, ein Rebell, ein ja in der linken politischen Sphäre hoch anerkannter Mensch, aber eben auch jemand, der immer wieder sich auch mit dem eigenen Milieu kritisch auseinandergesetzt hat. Und das macht er auch und gerade in diesem Interview, wo er sich vor allem mit den französischen Grünen befasst und mit einer Tendenz, die eben auch mir, obwohl Daniel Cohn-Bendit sicherlich mich jetzt kritisieren würde als politisch sich äußernder Publizist, aber ich glaube, in diesem Punkt teilen wir eine ähnliche Intuition, dass eben sich eine ja, irritierende Arroganz in diesen Kreisen auszubreiten scheint. Und ich finde es doch interessant, dass es eben auch Leute gibt, die da nicht einfach nur mitmachen, mitmarschieren, obwohl das ja im Grunde vielleicht ideologisch gar nicht so weit entfernt ist von ihrer eigenen Prägung und Stoßrichtung. Wir porträtieren einen Mann im Zentrum des Aufstands gegen Corona, gegen die Corona-Politik. Einen Jungfreisinnigen, der sich vom braven Kurzhaar-Jung-FDP-Mitglied und vielversprechenden Studenten zu einer Art, ja, was ist das? Prophet mit den langen Haaren gewandelt hat, soll ich es so ausdrücken, Nicolas Arimoldi. Der Mann, der eine kleine Volksbewegung auf die Beine gestellt hat, mit seiner Gruppierung Maßvoll, glaube ich, heißen sie, steht jetzt irgendwo im Epizentrum dieser Corona-Proteste. Und Marcel Odermatt hat ihn getroffen und seine Welt in dieser jetzt ja, ziemlich verrückten Zeit, vor allem seit letztem Montag, Einführung dieser ausgedehnten Covid-Zertifikatpflicht, Zweiklassengesellschaft etc. Ich habe auf Weltwoche.de darüber gesprochen. Hier ein Porträt aus der Mitte von einem Menschen, der das ganz stark mitprägt. Dann Cathy Lett, die australische Schriftstellerin, schreibt über das Comeback von ABBA aus einer Perspektive, wie sie das so noch nie gelesen haben. ABBA, diese Super-Jahrhundert-Pop-Truppe aus Schweden, die einen Hit vom anderen vom Stapel gelassen hat, Perfektionisten des Herrn, visionäre Popsongs, Ohrwürmer, auch für die, die wie ich nicht auf diese ABBA-Songs gestanden sind. Und trotzdem hat sich uns das eingeprägt, eingebrannt in den Hirnwindungen. Ich kann mich auch erinnern an einen Schul-Silvester, wo wir Karaoke gemacht haben
Und da lief ein ABBA-Stück nach dem anderen. Wir waren noch in der Primarschule. Also Sie sehen, das geht ganz weit zurück. Und Kathy Lett ist befreundet mit der einen ABBA-Sängerin Frida. Und in der Weltwoche berichtet Kathy über das, was ihr Frida über das Comeback von ABBA erzählte. Und das ist eben auch die Weltwoche, dass wir aus ganz anderen und unvertrauten Perspektiven ein bekanntes Thema ansteuern. Und jetzt die Titelgeschichte, die brisant ist. Die Titelgeschichte handelt von diesem Mann hier. Das ist Alain Berset, der Gesundheitsminister und Bundesrat. Und der Titel dieser Geschichte lautet «Frau von Bersets Truppe plattgewalzt. Erpressungsaffäre, was in den streng geheimen Bundesakten steht». Das ist ziemlich happig. Die Weltwoche hat sich hier Zugang verschafft zu diesen unter Verschluss gehaltenen Akten. Sie erinnern sich, im letzten Herbst, Spätherbst, Winter hat Christoph Mörgeli, der auch hier jetzt wieder federführend das Ganze ausgegraben hat, hat er aufgedeckt, dass Bundesrat Berset erpresst worden ist. Und diese Erpressung mit den polizeilichen Mitteln, die ihm als Bundesrat zu Gebote standen, unterdrückt hat, mit ziemlich rabiaten und ausgreifenden Methoden. Die Medien haben auch darüber berichtet, Tendenz abwiegelnd, beschwichtigend. Von Seiten des Bundesrats hieß es Privatsphäre, geht niemand etwas an. Da kann man geteilter Meinung sein, wenn sie sich erpressbar machen als Bundesrat. Wenn sie Akten schwärzen lassen müssen, Computer gelöscht werden müssen, wenn eine Frau, die da offensichtlich im Zentrum steht, während Stunden vernommen wird, von einer Polizeitruppe da mit voller Polizei-Karacho-Gewalt eingesackt wird, dann ist das schon nicht ganz eine Privatsphäre-Geschichte. Obwohl Bundesräte natürlich auch eine Privatsphäre haben, das ist klar. Aber die Privatsphäre eines Bundesrats, als Verantwortungsträger in der Öffentlichkeit, endet dort, wo eben ein Missstand im öffentlichen Interesse verschleiert werden soll. Und wenn Sie mich fragen, dann ist das hier der Fall. Und wenn wir diese geheimen Bundesakten, diese unter Verschluss gehaltenen Akten anschauen, dann ist das definitiv der Fall. Und darum können Sie eben ablesen, wenn Sie diesen Artikel dann lesen werden, dass Alain Berset sehr lange mit dieser Geschichte zu ringen hatte. Und dass im Grunde sein ganzer Apparat hier, sein Bundesbeamten- und Angestelltenapparat eingesetzt wurde, neuralgische Stellen, Mitarbeiter von ihm, um diese für ihn sehr unangenehme Geschichte unter den Tisch zu wischen und das Problem dann zu lösen. Und das ist einfach nicht nur eine private Geschichte. Und ich finde es auch brisant, wenn man sieht, wie diese Frau, um die es da geht, behandelt wurde von den Behörden und von dem Bundesrat im Zeitalter von MeToo und Solidarität und Sozialdemokratie etc. etc. und Feminismus. Aber urteilen Sie selbst, wir bringen die Fakten. Ziemlich brisante Geschichte. Vielflieger beim Staat, ausgerechnet im Departement Somaruga bei den Klimarettern chatten sie wie wild um den Globus und Weltwoche macht Schlagzeilen in Deutschland. Kaum gestartet, bereits dominieren wir die Headlines. Dann noch viele andere Themen. Corona-Bettenelend, freches Taktieren. Von wem? Von den Spitälern. Wer ist Rishi Sunak? Der mutmaßliche Nachfolger von Boris Johnson, immer schon die nächste Geländekammer anpeilend. Der eigentliche Eisenbahnpionier der Schweiz heißt nicht Alfred Escher. Wussten Sie das? Und Freddy Gantner, antwortet Peter Bodenmann. Unser Kolumnist schrieb in der letzten Weltwoche, wo ist Freddy Gantner? Und jetzt das kraftvolle Lebenszeichen von Freddy Gantner in der Weltwoche. Der Mann ist nicht nur ein super erfolgreicher Finanzunternehmer, er ist auch in der Lage, einen witzigen und intelligenten Artikel zu schreiben. Großartig! Die Diktatur der Windräder kommt auf uns zu, meine Damen und Herren. Und wir haben einen brisanten MeToo-Fall, den Fall Mauser.
Strafjustiz im Zeitalter von MeToo. Die legendäre Gisela Friedrichsen, Gerichtsreporterin des Spiegels mit einer tollen Geschichte in der Weltwoche. Dann Kultur, die Schatzkammer der Menschheit. Dante, die göttliche Komödie. Ich glaube, der Mann ist irgendwie 1000 Jahre oder wäre jetzt 1000 Jahre alt geworden. Also ein stattlich biblisches Alter. Da käme er, glaube ich, gemäß Altem Testament langsam ins zeugungsfähige, in den zeugungsfähigen Bereich hinein. Also Dante, eine ganz große Erscheinung. Kurt Marti, Ausstellung im Strauhof Zürich. Kurt Marti, ein bedeutender Schweizer Theologe und Buchautor. Jürg Altweg. Schon einmal erwähnt in dieser Sendung, mit einer ganz brisanten, tollen Recherche zum Thema 1977. Und ein Zürcher Professor, Philipp Sarrazin, spielt auch eine Rolle. Philipp Sarrazin, eine der profilierten Figuren der Universität Zürich. Wir haben ja mit der Weltwoche einmal ein Berufungsverfahren kritisiert, in das er verwickelt war. Wir kamen dann eins aufs Dach, juristisch. Aber ungeachtet dessen bleibt das eine interessante, spannende Figur. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, was er publiziert, aber lesen Sie, was Jürg Altweg hier herausgefunden hat. Sehr interessant. Im Kulturteil. Tanja Sanchez, Chanel Nummer 5, 100 Jahre. Haben Sie das gewusst? Dieses Parfum. Ewig jung. Mit den schönsten Models der Weltgeschichte, die sich immer wieder für dieses Chanel vor die Kameras, vor die Linsen gelegt haben. Und noch viele andere Themen. Auch der König von Menorca spielt eine Rolle. Und es ist ein Schweizer. Meine Damen und Herren, das sind die Highlights, einige der Highlights, ein paar Ausschnitte aus der neuen Weltwoche. Bereits ist wieder eine Woche vorbei. Weltwoche Daily, jetzt in doppelter Ausgabe. Einmal für die Schweiz, einmal für Deutschland. Wir geben Gas hier, wir setzen uns ein. Es sind interessante Zeiten und es ist auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und so bleibt mir nur, Ihnen zu danken für Ihre Treue, Ihre Aufmerksamkeit, auch Ihre kritische Loyalität. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas nicht gefällt. Schreiben Sie uns, wenn Sie etwas lesen möchten, was wir nicht bringen. Wir können nicht immer alle Informationen prozessieren von draußen. Wir können nicht alles aufnehmen, aber ich verspreche Ihnen, ich mache das selber. Sehr intensiv schaue ich durch, was ich bekomme und versuche das, so gut es geht, zu verwerten. Aber seien Sie nicht böse, wenn mal etwas vielleicht liegen bleibt, Sie nichts hören. Es hat einfach damit zu tun, dass wir sehr, sehr viele Zusendungen bekommen. Aber ungeachtet dessen, wir pflügen uns durch, wir schauen das an und alles, was wir irgendwie einbauen und verwerten können, das greifen wir auf. Und Sie sind nicht nur die Zuschauer und die Leser, Sie sind eben auch wichtige Mitarbeiter und Impulsgeber für unsere Zeitung. Ganz herzlichen Dank, alles Gute und eine schöne Woche.